Also wieder bei Pokémon Weiß 2. Beim letzten Mal sind wir hier in Vapydro angekommen und haben uns ein neues Pokémon gefangen, das ich wiederum wieder ein bisschen trainiert habe. Und man sieht es schon hier, Level 15. Neptun ist leider Level 16 geworden, weil das Ordoch hat mehr Erfahrung gebracht, als ich erwartet hätte. Von daher, erst hat Donnerwelle dazu gelernt. Ansonsten, glaubte ich, habe ich nicht trainiert. Ja, Dwight auf Level 16. Auch nichts gelernt. Ja. Wir wenigstens ein halbwegs anständiges Level haben. Sollen wir uns mal hier so ein bisschen umschauen? Bei dir waren wir zum Beispiel noch nicht. Das ist eine Spitzenidee. Okay. Das ist ein Pokéball gegen Superball getauschen. Ist okay, nehme ich. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube schon, ne? Ein Seidenschal. Kann ich gut gebrauchen eigentlich. Wer kickt den denn? Gib dir mal Proteus, hat der einen guten Angriff? Genau, was mir jetzt gerade zum Beutel einfällt. Es hat jemand gefragt, was ist diese Mehrzwecktasche? Das ist eine Tasche, die kann man... Ja, da kann man einfach irgendwelche Items reinpacken, die man gerne häufig benutzt. Sagen wir... Die Karte. Ich hätte gerne die Karte in der Mehrzwecktasche. Deswegen ist sie jetzt immer hier drin. Oder ich kann zum Beispiel jetzt, was man auch vielleicht etwas häufiger hat, warte mal kurz. Wenn man zum Beispiel Schutz hat oder irgendwelche Heil-Items oder sowas, die kann man alle in die Mehrzwecktasche packen und dann hat man einen etwas schnelleren Zugriff darauf. Ist an sich keine so doofe Idee. Also die wünsche ich mir doch auch gerne in so manch anderem Pokémon-Spiel. Ach, guck mal, da oben ist ein Ordoch. Da ist nichts versteckt. Und da ist ein Pokémon. Ein weiteres Magnetilo. Und ihr habt schon gesagt, Magnetilo ist auch so ein Pokémon, das haben viele nicht beim ersten Playthrough. Magnetfalle, natürlich. Na dann, hauen wir es um. Sieht man selten in einem Playthrough. Von daher. Wobei, ich finde die Robustheit ja sogar besser als die Magnetfalle, die ich habe. Okay, dann wollen wir jetzt auch erstmal zu den Vapydro-Werken gehen. Ich habe hier auch zwar trainiert, aber jetzt gehen wir auch mal richtig hier hin. Ich habe noch keinen Zerschneider, ne? Nee. Nehmt irgendwas sonst noch? So, was mit dir? Hey Trainer, du hast ein paar aufgeweckte Pokémon, wie mir scheint. Kann ich dir jemanden Gefallen bitten? Es geht darum, die Arbeiter hier in den Werken mal ein wenig zu motivieren. Wie ist das? Willst du übernehmen? Jo. Diese Antwort ist Musik in meinen Ohren. Wir haben ein paar Arbeiter, die hier in den Werken ganz frisch angefangen haben. Wäre super, wenn du die drei dazu bringst, mal etwas Stuff zu machen. Okay. Hier ist sonst nichts. An den Trainer musste ich mir hier auch mehrmals vorbeischleichen. Damit ich hier unten jetzt zum Gras kann, um nach Ordos zu suchen, weil irgendwie oben bei den Vapydro City, bei den Vapydro Werken, kam ich. Also deswegen bin ich hier unten immer hingelaufen zum Trainieren. So, macht denn der Donnerschock wahrscheinlich nicht mehr Schaden? Aber wenn es eben jetzt die Hälfte macht, kann ich auch weiter Donnerschock machen. Bin ja mal gespannt. Also die ganzen Ordochs, die habe ich einfach mit Ultraschall kaputt gehauen. So, was ich jetzt gemacht habe, ich bin einfach mal so hier hochgelaufen, bin jetzt immer hier von links nach rechts gelaufen. Und irgendwann hat es dann unten im Gras gewackelt und dann... Ja. Nehmen wir mal das Item noch mit. Oh, TM Raub. Kann ich das irgendwo gebrauchen? Gucken wir uns mal kurz, was lernen kann. Niemand. Dann, nein, dann kann ich es nicht gebrauchen. Ja, gut. Jetzt haben wir meinen Traum, in den Werken zu arbeiten. Seit dieser Traum wahr geworden ist, habe ich wirklich alles, was ich will. Wie? Was will der Bauaufseher? So, gut, dann tragen wir hier meinen Kampf aus. Genau, ich habe gestern noch die Frage bekommen.
Weil ich ja meinte, hier, Magnetilo habe ich noch nie mitgenommen und so. Gibt es irgendwelche Pokémon, die ich immer mitnehme in den Gens? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es welche gibt, die ich immer mitnehme, aber es gibt so manche Pokémon, die benutze ich sehr, sehr häufig. Das ist in der ersten Gen habe ich eigentlich eher weniger solche Pokémon, die ich wirklich immer rausholen würde da. Aber in der zweiten Gen ist es auf jeden Fall X-Bud. Ich benutze X-Bud verdammt oft, wenn ich irgendwas mit zweiter Gen spiele. Jetzt nicht zwingend in jedem Playthrough, aber doch in so manchen. Weil mir X-Bud doch sehr gefällt. Smogon. Können wir nochmal kurz gucken, wie gut kommt Jupiter gegen ein Smogon an. In der dritten Gen sind es meistens Schwalbos und Stolos. Mit denen habe ich auch mal ganz viel Spaß und die hätte ich auch am liebsten immer gerne dabei. Weil Schwalbos doch ein ziemlich cooles Flug-Pokémon ist. Und Stolos ein ziemlich cooles Stahl-Pokémon. Ich kann ja den Standardwitz bringen. Bei Stolos, da bekommt, der hat einfach nur Stilpunkte. Hahaha. Oder so. Ich bin zu Werken gekommen, damit meine Pokémon mal gefordert werden. Für mich als Trainer heißt das natürlich, dass ich mich ordentlich ranklotzen muss. So, packen wir mal Protoss nach vorne. So, okay, sonst sagst du nichts. Okay, dann gehen wir langsam nach oben. Zu dem Typen hier. Solange ich mit meinem geliebten Pokémon zusammen sein kann, bin ich glücklich. Wie, Kampf? Meinetwegen, das kann ich schaden. In der vierten Gen habe ich auch so ziemlich immer Staraptor drin. Wenn ich kann. Weil Staraptor auch der coolste Vogel von allen ist. Luxtra habe ich auch mal sehr gerne drin. Weil Luxtra auch immer verdammt stark ist. Und Lucario natürlich. Wie gesagt, ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Los, Riolo. Mach ihm gut Schaden. One-Hit. Ja. Kann er sich gedulden, wie er möchte. Ein Elekid. Das sind sogar echt teilweise alles Pokémon, die man hier findet. Magby und Elekid. Ich glaube, wir haben Elekid bei uns. Und ich glaube, in Schwarz 2 gibt es hier Magbys. Ich habe schon vergessen, dass ich immer fest anpacken und arbeiten muss, damit meine Pokémon auch ordentlich gefordert und gefördert werden. Oh Mann. So, bevor ich den noch gleich runterspringe. Ich sollte das echt nicht mit dem Stick machen, sondern einfach mit dem Steuerkreuz. Ich wollte gucken, was hier hinten ist. Ah, ein Trainer. Okay, dann gehen wir zuerst zu dem hier. So, in der fünften Gen habe ich auch mal sehr gerne dabei Krabigator und Voltula. Voltula eigentlich auch nur, weil Wattzapf somit das niedlichste Pokémon ist, was es gibt. Und Krabigator ist einfach cool, stark. Sucht's euch raus. Ja, und in der sechsten Gen habe ich jetzt noch nicht so oft mit gespielt, aber ich habe Fiaro auch immer sehr gerne dabei. So, dann springen wir hier bei dem mal runter. Jeder Tag ist wie der andere. Ohne Veränderung herrscht einfach nur Langeweile. Ich werde zu einem schnellen Kampf definitiv nicht Nein sagen. Jo. Das sind also die Pokémon, die ich immer sehr gerne dabei habe. Liegt es entweder daran, es sind irgendwie meine Lieblings-Pokémon teilweise, oder es sind einfach sehr nützliche Pokémon für die Gen. Von daher sind sie doch öfters mal dabei. Hoi. Protoss macht echt guten Schaden. Hast du mehr als ein KP? Ja, hast du. Weil kann man nach Ausdauer mit einem KP machen und das erfolgreich machen? Ich weiß es gerade nicht. So, Protoss auf 17. Das Yorklef darf dann gerne mal Neptun machen. Vielleicht entwickelt er sich sogar noch. Vor der Arena. Ich glaube, da müssen noch. Ich glaube, ein paar Trainer sind hier noch. Sollte eigentlich, glaube ich, funktionieren.
Und was mir auch gesagt wurde, ja, ich habe ja gesagt, hier die ganzen extra Sachen finde ich alle nicht so toll, außer die Pokémon-Wettbewerbe. Ich habe den Pokathlon aus HeartGold SoulSilver ganz vergessen. Der ist ziemlich cool, finde ich auch. Den habe ich eigentlich auch gerne gemacht. Da haben die Spiele auch eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Man konnte jeden Tag was anderes bekommen. Mir macht das nichts aus, dass sich hier in den Werken jeden Tag die gleiche Arbeit ansteht. Das bedeutet schließlich auch, dass alles wie geschmiert und ohne Probleme läuft. Ja. So, Neptun nach vorne. Alle so ein kleines bisschen angeschlagen. Renne ich hier auch einfach durch? Nein. Ja. Immer das letzte Büschel Gras. Smogger. Smogger hatte ich zum Beispiel auch noch nie in meinem Team. Allgemein habe ich eher selten Gift-Pokémon in meinem Team. Ich weiß nicht, irgendwie lasse ich die immer so gerne ein bisschen zurück. So, jetzt los. Oh, du hast ja tatsächlich schon erledigt. Hier ein kleines Dankeschön. Zur Truhmacher. Okay. Sehr schön, jetzt sprühen alle in den Werk nur sofort Tatkraft. Tatkraft? Ja, die Tatkraft. So, wer außer Riolo kann den Zertrümmerer lernen? Oh, Neptun auch. Na komm, bring ich ihn mal bei. Ist ja eh der TM. Immer noch in Routen. Na, wobei ich jetzt sogar den Nassmacher vielleicht lieber wegmachen soll. Ich glaube, Protoss braucht keinen Zertrümmer, der hat ja seine Kraftwelle. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Ich glaube, hier unten war ich noch nicht. Nanu, du hast ja einen Pokédex. Ich habe gehört, dass dieser neueste Pokédex eine tolle Funktion haben soll. Die sogenannte Habitatliste. Müssen wir mal zeigen, welche Pokémon sich hier bei den Werken finden lassen. Nanu, du hast aber bei der Habitatliste den Bereich für die Werke ja noch nicht sonderlich gefüllt. Ja, ich glaube, man muss hier einfach dann die... alle Pokémon fangen, die es hier gibt. Ich weiß aber jetzt nicht spontan, was es dafür gibt. Wahrscheinlich nur irgendwie hier, du hast einen Supertrank und so. Irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich. Ich glaube, das wird nicht genug einbringen. Ja? Reicht das oder reicht es nicht? Nee, doch, es hat gereicht. Super. Neptun Level 17. Versucht Kalkklinge zu erlernen. Das ist sehr schön. Ich würde das halt für den Nassenbrach reinnehmen. Na dann, Neptun. Evolution! Naja, diese Entwicklungen, die so ein bisschen sehr digital aussahen. Ist jetzt auch nicht schlimm. Yay! Dein Neptun wurde zu einem Zwotroden. Schauen wir doch mal drauf. Boah. Machen wir noch mal ein bisschen neu. Das dahin. Und das dahin. Sehr schön. Und dann können wir jetzt mit Jupiter gleich die Arena erledigen. Ich glaube, sonst haben wir eigentlich nichts zu tun. Also können wir zumindest schon mal die ersten Trainer in der Arena umhauen. Und morgen dann wahrscheinlich die Arena-Leiterin. Joa. Solange ich von ihr auch noch aufs Maul bekomme. Aber wir haben eigentlich Jupiter. Und Jupiter sollte eigentlich eine ziemlich gute Waffe gegen sie sein. Denn... wir wissen, das ist eine Gift-Arena. Und die Gift-Attacken bringen ja schon mal nichts. Und anfangs haben die Gift-Pokémon meist nur noch Normal-Attacken. Und die bringen auch nicht so viel bei Jupiter. Von daher finde ich, ist so ein Magnetilo für die erste Arena verdammt gut. Für die erste, für die zweite Arena. Das ist eine Pokémon-Arena und gleich eine Konzerthalle. Die Arena-Leiterin und ihre Band proben gerade. Du kannst sie also ruhig herausfordern. Ah, da hast du sicher Durst. Hier in Aufmerksamkeit des Hauses. Was mir da gerade einfällt, ich habe ja gesagt, die als Arena-Leiterin hier kann ihre Arbeit schon gut wahrnehmen. Aber was ist denn, wenn sie mal eine Auslandstournee macht?
Der Tontechniker. Wenn sie eine Aussatz zu nehmen macht, dann muss sie ja auch weg. Wenn wir im Weg stehen, wird aus dem Weg geräumt und jeder andere auch. Na dann. Dann räume ich erstmal dich aus dem Weg. Raufbold Kook. Kook? Nur dann. Slimer ist so weniger toll. Ich glaube, da macht mein Donnerblitz nicht allzu viel Schaden, oder? Mit Donnerblitz? Ja, ein Donnerblitz wäre schon sehr schön. Ja, weniger. Wie viel macht denn der Vergleich der Ultraschall? Ungefähr genauso viel. Oh, doch, ein Donnerschock. Bei Smogon wiederum macht sehr viel mehr Schaden, denn Smogon und Slimer sind. Oder Smogmog und Slimog sind eigentlich ziemlich ähnlich, die beiden. Denn der eine ist halt physisch sehr defensiv, der andere ist speziell sehr defensiv. Und mittlerweile habe ich es auch gelernt. Smogon ist physisch sehr gut defensiv und Slimer ist speziell sehr gut defensiv. Und ja. Ich glaube, das haben wir auch gerade gut gesehen, dass es bei... bei Slimer weniger Schaden gemacht hat als bei Smogon. Wenn ich so auf die Uhr schaue. Ich glaube, wir machen die Arena auch im Part heute noch. Das passt, glaube ich, noch ganz gut mit rein. Ein Toxipet. Dürfte auch nichts halbwegs Effektives gegen mich haben. Wie gesagt, ich wüsste jetzt spontan nicht, womit Mika mir da gleich ankommen könnte. Auch Walzer bringt nicht so viel. Jupiter ist echt eine verdammt gute Wahl. Also so Magnetilo für die zweite Arena. Hab ich auch nicht so wirklich bedacht. Ich bedenke, in meinem ersten Playthrough hatte ich hier auch noch einen Evo-Serb mittlerweile dann wahrscheinlich auch. Das hat jetzt auch nicht so wirklich was gebracht in dieser Arena. Einfach alles weggebrutzelt. Man müsste jetzt mal ein bisschen auf die Musik achten. Ihr könnt ja gerne noch so ein kleines bisschen drüber zurückspulen und euch anhören, wie das am Anfang klang. Denn sobald man hier die anderen Leute besiegt, fallen auch die Instrumente aus, weil man sieht die Spielen auch nicht mehr. Von daher, los geht's, ich bringe dich jetzt zum Ausflippen! Und die Arena-Musik ist auch ein kleines bisschen anders. So, Mika, du fängst mit Smogon an. Kann ich mitleben. Level 17. Ja, wir sind eh wieder maßlos unterlevelt, aber das ist ja nichts Besonderes im Hürdenmodus. Ich glaube, ich wäre überlevelt, wenn ich es auf Arena-Leiter-Niveau bringen würde. Selbst Smogon hat eine Beere. Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, dann benutze jetzt erstmal deinen Trank. Dann haue ich so lange weiter drauf. Supertrank sogar. Aber gut, damit hat sie schon mal ihren Supertrank verbraten. Und ich mache einfach den Crit. Passt. Ich hätte vielleicht mal heilen können. Na gut, aber hätten wir schon mal das erste Pokémon aus dem Weg geräumt. Slimer! Das dürfte wahrscheinlich sogar ein kleines bisschen weniger Schaden machen bei ihm. Ich mach mal erstmal Donnerwelle. Für den Fall, dass er irgendwie komische Attacken fordert wie Komprimator. Dass das ein bisschen seltener kommt. Oh! Der hat die genau richtige Waffe für Jupiter. Sehe ich gerade mit Slimer. Dann wechseln wir mal eben zu Neptun. Und ich heile eben nochmal... Ja doch, ich heile es nochmal eben. Dass er dann quasi den... das letzte Pokémon da noch umhauen kann.
Sie ist, sag doch, die Paralyse hat es wirklich gebracht gerade. Ich konnte in Ruhe auswechseln und heilen. Und Klinge. Und Verteidigung gesenkt. Das ist gut. Wenn es jetzt gut läuft, könnte ich ihn mit einer nächsten Kaltklinge umhauen. Sollte aber eigentlich passen nach dem Verteidigungssenkung. Yes! Und Jupiter Level 18. Magnetbombe. Das ist eine Stahlattacke, ne? Ah. Ja, komm, gib mal für Tackle her. Ist zwar physisch, aber was soll's. So, und jetzt das letzte Toxipad. Rollum sogar. Okay. Rollum dürfte Jupiter, glaube ich, nichts anhaben können. Außer das Ding kann spontan Erdbeben. Oder auch Lehmschelle. Level 19 ist ihr höchstes. Okay. Ah, Walzer kannst du. Das macht auch ein bisschen Schaden. Ich glaube, dann gehe ich sogar eben auf Donnerwelle. Einfach, um in seinem Walzer vielleicht ab und zu mal zu unterbrechen. So, das waren jetzt 5 KP. Der stärkste Walzer tut ihm sogar ziemlich weh. Dann. Na, natürlich ist auch eine Beere. Ah, sehr gut. Ach, die Paralyse. Sie bringt es ja doch ab und zu. Ich muss eh wieder von vorne anrollen. Ich fand das früher so cool, dass man bei Walzer hier F, dass man es eingesetzt hat, desto mehr hat sich die Animation auch verändert. Ich glaube, das ist heutzutage echt nicht mehr so. Und wir haben Mika besiegt. Was soll das? Ich war noch mitten im Refrain. Tja. Pech gehabt. Ja, da habe ich wohl verloren. Na, sowas aber auch. Das bedeutet wohl, dass du ganz schön stark bist, was? Naja, das ist zwar bitter für mich, aber wenigstens habe ich mein Bestes gegeben. Irgendwie fühle ich mich ganz erfrischt. Hier, der Beweis, dass du mich besiegt hast. Jetzt die Musik nebenbei ganz aufgehört, weil sie auch nicht mehr spielt. Unser zweiter Orden. Yes. So, jetzt hast du zwei Orden. Damit erkennen sämtliche Pokémon bis Level 30 an, wie toll du bist und befolgen deine Befehle. Auch die Pokémon, die du mit anderen Trainern getauscht hast. Und hier, benutze auch diese Term. Ist das Giftschock? Ja. Hat sie auch nie verwendet, aber wie denn auch. Die TM9 ist Giftschock. Giftschock überschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Wenn der Gegner bereits vergiftet ist, haut die Attacke doppelt so stark rein. Ganz im Ernst, das haut voll rein. So. Und ich weiß, gleich kommt noch eine Cutscene, deswegen... Das war's von diesem Part. Wie sie mich alle anschauen. Nein, guckt mich nicht an, ich hab Lampenfieber. Das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.